Keiner sagt was bei wohlriechende, reife und süß schmeckende Früchte, vor allem wenn sie aus dem eigenen Garten kommen. Und dann werden auch sehr viele Kreationen zum Beispiel gemacht. Obst ins Müsli reingeschnitten, ein Obstsalat wird gemacht. Für die Verzierung oder Dekoration von Torten wird es auch zum Beispiel genommen. Und dann gibt es auch viele weitere Rezepte, wo Obst auch mit einem Bestandteil ist. Allerdings gibt es sehr viele Menschen, die Blähungen, Verdauungsprobleme oder andere Beschwerden wie zum Beispiel Allergien haben, wodurch sie jetzt nicht ganz in diesen wundervollen Genuss von Obst kommen können. Das kann an der Art und Weise, wie die meisten Menschen ihr Obst verzehren, liegen. Also wie vorhin erwähnt, zum Beispiel in einem Müsli als Nachtisch oder auch in Gebäck wie zum Beispiel Kuchen integriert. Von daher gebe ich dir jetzt folgende Tipps, wie du besser Obst verdauen kannst bzw. dein Körper damit viel besser klarkommt, damit du zum Beispiel solche Verdauungsbeschwerden nicht hast und Obst auch richtig gut genießen kannst. Je weniger Zutaten wir in unseren Mahlzeiten miteinander kombinieren, desto besser kann unser Körper damit fertig werden, weil er dann die entsprechenden Verdauungsenzyme optimal auf das eine Lebensmittel anpassen kann. Von daher kann er dann hier dementsprechend die Verdauung schneller durchführen. Mischen wir jetzt zum Beispiel viele verschiedene Sachen miteinander, da gibt es auch wieder ungünstige Kombinationen, muss unser Körper bzw. auch unsere Verdauung einen gewissen Kompromiss eingehen. Okay, ich kann jetzt nicht die vollen Enzyme dafür bereitstellen, sondern muss ja auch hier wieder Energie für diese Enzyme aufwenden. Dadurch zieht die Verdauungszeit sich wieder etwas in die Länge. Dr. Stanley Buss hat auch Forschungen in diese Richtung gemacht und auch bei angeschlossenen Soldaten, denen man dann in den Magen geschaut hat, festgestellt, der Magen die Sachen, die gegessen werden, von oben nach unten runterschichtet. Das heißt, das erste, was reinkommt, wird auch als erstes verdaut und es wird dann oben alles aufeinander aufgeschichtet. Das ist der Grund, warum man beim Obstverzehr nochmal genauer hinschauen soll. Es gibt sehr viele Tabellen da draußen, die verschiedenen Lebensmittelkombinationen aufzeigen. Ich habe zum Beispiel auch eine bei mir in einem Kurs, bei meinem Coaching gebe ich auch welche weiter oder bei meiner Telegram-Arbeitsgruppe. Und die zeigt zum Beispiel auch, welche Lebensmittel ihr miteinander kombinieren könnt, die sich nicht zum Beispiel in der Verdauung stören und welche ihr zum Beispiel vermeiden solltet. Zum Beispiel hat Obst eine sehr schnelle Verdauungszeit, ungefähr von 30 bis 45 Minuten. Vor allem Wassermelone ist innerhalb von 20 bis 30 Minuten verdaut wegen dem hohen Wassergehalt. Und Wassermelone sollte man immer als Monomahlzeit zu sich nehmen. Und wenn man sich dann andere Sachen so anschaut, wie die meisten zum Beispiel essen, dass sie halt zuerst das ganze Herzhafte als Hauptspeise zu sich nehmen, also Fleisch, Döner mit Käse überbacken, alles mögliche drum und dran, unterschiedliche Lebensmittelkombinationen, wo halt dann die Verdauungszeit dann enorm lang wird und dann als Nachtisch eine Obstmahlzeit zu sich genommen wird, dann passiert dann nämlich Folgendes. Das Obst würde normalerweise viel schneller verdaut werden als die deftigen Gerichte. Die Folge dabei ist, dass das Obst erst nach dem deftigen Gericht verdaut wird und es bleibt dann so in dem Magen nicht einfach in einem konstanten Zustand. Das heißt, es fängt jetzt auch schon im Magen an zu gären, bildet hier Gase und auch Alkohole. Wow, wow, be careful. Wow, wow. Das Obst kann man auch nochmal in drei Kategorien einordnen, in süß, halbsüß und sauer, und da ist auch die Regel, dass man halt zuerst das saure Obst essen sollte und danach Richtung süßes Obst. Und nach jeder Obstmahlzeit sollte man ungefähr eine Pause von 15 Minuten einlegen, bis man wieder was Neues zu sich nimmt. Am besten ihr esst euer Obst als Vorspeise oder gleich am Morgen, wo das Obst nochmal zusätzlich euren Körper bei der Ausscheidungsphase unterstützt. Die Ausscheidungsphase geht ungefähr bis zur Mittagszeit und in dieser Phase werden ja die ganzen Gifte, die über den Schlaf akkumuliert werden, möchte der Körper jetzt ausleiten und ausscheiden, und das Obst hilft euch dabei, weil es einerseits sehr schnell verdaut wird und Obst auch noch zusätzlich Gifte löst und auch ausschaltet. Hier die Bücher von Arne und Ehre zum Beispiel lesen. Und der letzte Punkt sollte nicht vernachlässigt werden, und zwar schaut, dass ihr vollreife Früchte bekommt. Leider ist es halt so, dass die meisten Früchte in den Supermärkten ungereift geerntet werden, damit sie halt hier beim Transport nicht kaputt gehen, schlecht werden, faulig werden oder sonst irgendwas, damit sie halt schön im Supermarkt da für längere Zeit auch liegen können, weil die meisten ja Menschen die Sachen zum Beispiel kaufen und dann bei sich zu Hause liegen lassen und dann nochmal kurz nachreifen. Also die wollen nicht so viel, sagen wir mal, vollreife Früchte dort haben, weil die halt nur wenige Tage zum Beispiel halten. Vollreife Früchte riechen gut, ihre Schale ist in der Regel auch weich. Zum Beispiel bei der Pfirsich geht es dann auch, wenn man da reindrückt, dass es dann auch schön das Flüssige mit rauskommt. Wenn ihr eine vollreife Frucht auch in den Mund nimmt, wie zum Beispiel bei der Pfirsich, dann solltet ihr auch wie Wasser im Mund zergehen. Da sollte da kein großer Aufwand sein. Und natürlich süß sollten sie sein. Also als Beispiel, eine Banane ist halt vollreif.
wenn sie so in Richtung schwarze Punkte bekommt, sondern oder größere bräunliche Stelle bekommt, da geht es schon in Richtung Vollreife. Im grünen Stadium, da hat sie noch zu viel Stärke, ist noch nicht reif, und im gelben ist halt der Stärkeanteil auch nochmal sehr hoch. Bei den Pfirsichen genauso, im Supermarkt kann man sie steinhart kaufen, das sind die überhaupt nicht reif, und wenn sie halt richtig schön in der Hand zum Beispiel zerdrücken könnte und dann das ganze Wasser rausfließt, dann sind sie halt zum Beispiel schön reif. Oder auch bei Papaya, wenn sie halt außen schön orange sind, also eine schöne orange Leuchte, und innen zum Beispiel orange-rot sind, dann sind sie auch wunderbar, wunderbar reif. Und wie vorhin erwähnt, löst und wiegt Obst sehr viele Gifte im Körper auf, wodurch auch zum Beispiel diese ganzen Blähungen entstehen oder auch die chronischen Krankheiten wie zum Beispiel Allergien. Einfach aus dem Grund, wenn man zum Beispiel eine Erdbeere zu sich nimmt, dass sie halt im Darm sehr viele Giftstoffe auffüllen und der Körper dann hier diese reaktionsartigen Schutzmaßnahmen einleitet und sagt, okay, das verursacht noch viel zu viel Schaden, das kann zu einem Problem führen, deswegen kommt es dann zu dieser Erdbeerallergie. Von daher würde ich den meisten raten, erstmal langsam anzufangen mit dem Obstverzehr, diese Regeln auch zu beachten, und wenn es dann Richtung schleimfreie Heilkost oder auch Rohkost geht, dass man den Fruchtanteil am Anfang recht gering hält und mehr den blattgrünen Gemüseanteil erhöht und dann mit der Zeit, wenn man mit der Reinigung weitergeht, wenn man das Fasten schon weiter integriert, da schon sehr gute Fortschritte gemacht und den Körper stetig und weiter reinigt, dann kann man den Obstbestand erhöhen. Das waren jetzt einige Anhaltspunkte für dich, wie du jetzt am besten Früchte zu dir nehmen kannst, beziehungsweise auch herausfinden kannst, wenn du Früchte nicht optimal verdauen kannst oder da dementsprechende Probleme hast, was du ausprobieren kannst, dass sich das ändert. Wie bereits erwähnt, findest du die Tabelle zu den Lebensmittelkombinationen bzw. das Bild in meiner Telegram-Arbeitsgruppe, bei meinem Coaching oder auch in meinen Kursen, die ich anbiete. Die findest du auch alle unten in der Videobeschreibung verlinkt bzw. auf meiner Webseite, wo wir uns auch neben diesen Lebensmittelkombinationen und auch Tipps zum Beispiel zum Früchteverzehr auch uns allgemein zum Thema Gesundheit, vegane Rohkost und schleimfreie Heilkost auch austauschen. Und das hat im Allgemeinen auch Sinn. Also du musst nicht unbedingt vegane Rohkost werden oder auch schleimfreie Heilkost direkt praktizieren. Du kannst auch direkt vom Anfang hier auch Schritt für Schritt da in diese Thematik dich einfinden. So gesehen bitte ich dir einfach nur eine Hilfestellung und auch eine Unterstützung, damit du halt deine Gesundheit aufs nächste Level bringst, mehr Wohlbefinden in dein Leben bekommst und hier auch dir sozusagen Zeit sparst und von meinen Erfahrungen, von meinem Wissen auch mit profitieren kannst. Schließlich soll ja auch alles reibungslos ablaufen, ohne dass du irgendwelche gravierende gesundheitliche Schäden bekommst, die halt vor allem bei der veganen Rohkost dann passieren können, wenn die Leute nicht wissen, was sie tun. Von daher, ich bitte auch nochmal zusätzlich einen Ernährungsplan an, den ich auch für dich erstelle. Du kannst mich da gerne anschreiben und kontaktieren. Die E-Mail-Adresse findest du auch unten in meiner Videobeschreibung. Zusätzlich findest du auf meinem Blog noch weitere Rezepte speziell für den Übergang. Das ist speziell Gourmet-Rohkost, damit du auch zum Beispiel immer noch bei deinen Freunden, die jetzt nicht unbedingt vegan oder rohköstlich werden oder sich mit der schleimfreien Heilkost oder Gesundheit beschäftigen, auch hier nochmal zusammen essen kannst, aber auch trotzdem du dein Zeug mitnehmen kannst und vielleicht eventuell noch deine Freunde begeistern kannst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, und wir sehen uns im nächsten Video zum Thema Gesundheit oder auch Permakultur. Ich freue mich drauf und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.